vielleicht so? Nein. Nein, das passt nicht. Rot? Nein, nein. Dunkelrot ist besser. Ach, das ist immer der schlimmste Moment. Der, an dem ich zum ersten Mal den Stift auf ein Papier setze. Ich möchte das Bild, das ich in meinem Kopf habe, darauf festhalten. Das Papier ist so weiß. Wird es sich mit den Farben vertragen? Ja. Ja, so könnte es gehen. Ein leichtes Dunkelrot, ein gedämpftes Blau und Braun in allen Schattierungen. Ja, das ist gut, das passt. Ja, genau. Denn die Geschichte, die ich im Kopf habe, spielt in einer fernen Zeit. Moment, Moment, Moment. Was soll das heißen, ferne Zeit? Was? Zur Zeit der Dinosaurier oder der Entdeckung Amerikas? Also, das muss schon genauer gesagt werden. Ja. Ja, also mit Amerika hat die Geschichte sogar wirklich etwas zu tun. Allerdings ist der Kontinent schon lange entdeckt. Und jetzt wandern viele Menschen mit großen Ozeanriesen dorthin aus, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Verstehe. Du meinst die Zeit, in der noch Pferdekutschen über Kopfsteinpflaster rumpelten und die ersten Dampfloks gemächlich und mit viel Getöse von einer Stadt zur anderen polterten, hm? Richtig. Eine Zeit, in der die Taschenuhren langsamer zu ticken schienen, als sie es heute tun. Aber wieso verrate ich dir das alles? Wer bist du überhaupt? Ich bin der Erzähler. Schließlich braucht jede Geschichte einen wie mich. Tja, vielleicht können wir ja zusammenarbeiten. Meine Welt ist das Skizzieren, das Zeichnen, das Malen, sind die Farben, die Bilder. Ich habe die Geschichte zwar im Kopf, aber die Worte dafür fehlen mir. Das trifft sich hervorragend, denn Worte sind mein Spezialgebiet. Welche Geschichte hast du denn im Kopf? Die einer kleinen Maus. Hm, finde ich gut. Dann könnten wir ja zum Beispiel so beginnen. Vor vielen Jahren lebte in einer riesigen Stadt eine neugierige, belesene Maus. Sie verkroch sich oft für viele Monate in düsteren Bibliotheken, um heimlich in den Büchern der Menschen zu lesen. Das ist wunderbar. Und ich male die Bilder dazu. Bibliothek, hast du gesagt? Ja. Ja, dann brauchen wir viele Bücher. Alte, dicke Bücher, auf denen sich der Staub im Licht der Sonne türmt. Bücher, die die Errungenschaften und Ideen der alten Gelehrten festhalten. Ja, 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 ja. Und damit jeder, der mein Bild betrachtet, gleich weiß, dass sich unsere Geschichte in einer anderen Zeit abspielt, male ich noch eine offene Taschenuhr dazu. Ja. Das ist gut, ja. Und jetzt die Maus. Eine Maus hat kleine, schwarze, kluge Augen. Unsere sitzt auf einem großen, aufgeschlagenen Buch, auf dem eine alte Nickelbrille liegt. So. Ja, und durch die Gläser der Brille kann die Maus auch besser sehen. So. Unsere Maus betrachtet neugierig die aufgeschlagene Seite. Daneben male ich zwischen all die Bücher noch eine vergilbte Postkarte. Und auf ihr ist die Freiheitsstatue zu sehen. Fantastisch. Wie soll die Maus denn heißen? Nenn sie doch Charlie. Oh, so viele Bücher hier. Regale rauf. Regale runter, alles voller Bücher. Da, Leonardo da Vinci. Ja, der hat tolle Sachen gemacht. Und hier, Newton. Ein genialer Erfinder war das. Da,
Otto Lilienthal mit seinem Hängegleiter. Und hier sind alte Seekarten von Christoph Kolumbus. Wahnsinn! Bist du das, Charlie? Klar, wer denn sonst? Bitte, Zeichner, mal noch mehr Bücher um mich herum. Ja. Was für ein herrlicher Zeitvertreib! Ich verstehe gar nicht, warum die anderen Mäuse nicht gerne hier sind. Immer denken sie nur ans Essen und halten sich am liebsten gleich neben der Speisekammer auf. Dabei könnten sie sich hier mit den wunderbarsten Geschichten vergnügen. Ikarus. Oh, oh, oh. Der kam der Sonne zu nahe. Für Charlie hätte das Leben ewig so weitergehen können. Das ist auch interessant. Doch eines Tages, als die kleine Maus von ihren Studien heimkehrte und durch die engen Gassen huschte, in die kaum ein Lichtstrahl fiel, war es merkwürdig still. Nanu, es ist gar keine andere Maus zu hören. Seltsam. Charlie hatte recht. Es war zu still. Früher trippelten unzählige Mäusepfoten über schmutzige Hinterhöfe, finstere Kellergewölbe und staubige Dachböden. Man traf Freunde und Bekannte. Hunderte Mäuse wuselten durch die riesigen Lagerhallen der Speicherstadt, spielten Verstecken zwischen den alten Holzbalken, den aufgetürmten Kisten und Fässern. Oder knabberten an exotischen Dingen, die aus den Säcken fielen. Oder auch einfach nur an Brot, Körnern oder Käse. Aber nun sind alle verschwunden. Plötzlich. Über Nacht. Ich werde sie suchen. Das kleine Mauseloch hinter der Tür. Leer. Das Geheimversteck im Keller. Oh, auch leer. Die Vorratskammer. Keiner da. Aber das kann doch nicht sein. Wo sind denn alle meine Freunde hin? Meine Familie, Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel. Wo habe ich denn noch nicht geschaut? Ah, vielleicht sind sie im Michel. Ja, meinst du die berühmte St. Michaeliskirche, Charlie? Das Wahrzeichen Hamburgs? Lass mich schnell den Turm dazu malen. So. So. Hier müssen sie einfach sein. Vielleicht hinter dem Altar. Nö, nix. Auf der Kanzel. Auch keine Spur von Mäusen. Nee. Hier ist niemand. Charlie verstand die Welt nicht mehr. Keine einzige Maus war zu finden. Nirgends. Nicht draußen und auch nicht drinnen. Das war komisch. Denn da, wo die Menschen wohnten, war es schließlich warm und trocken. Ihre Speisen waren stets üppig. Eine leckere Kleinigkeit konnte ohne viel Mühe aus Speisekammern, Küchen oder auch direkt vom Teller stibitzt werden. Einem hungrigen Mausedieb drohte dabei schlimmstenfalls schrilles Menschengeschrei, manchmal gefolgt von wildem Besengeschwinge. Ein Leben wie im Paradies. Manchmal kamen zwar Katzen ins Haus, aber die Welt der Menschen bot auch in diesem Fall genug Unterschlupf. Unter Schränken, hinter Möbeln oder unter den Bodendielen. Doch dann tauchten plötzlich überall in der Stadt unheimliche Apparaturen auf. Und gefährlich sehen sie aus. Das waren sie auch. Zumindest für kleine Mäuse. Ja, das sind Mausefallen. Eine neue Erfindung. Wenn du vorne den Käse klaust, schnappt von hinten der Metallbügel zu. Und auf meinem Bild bist du umzingelt von den kleinen, rechteckigen Holzbrettern, die dir den Tod bringen können. Eine falsche Bewegung und du verlierst mit einem kurzen Schlag dein Leben. Oh nein! Wie kann ein Erfinder nur so grausam sein? Viele der früher sicheren Orte wurden somit unbewohnbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Wochen vergingen. Weit und breit war keine andere Maus mehr aufzuspüren. Charlie hatte mittlerweile in den Zeitungen viel über die neuen Mausefallen gelesen. Nee. Das ist ja eine albtraumhafte Erfindung. Sicher haben diese Fallen meine Familie und alle meine Freunde vertrieben. Ja, das ist es. Nur, wohin sind sie alle verschwunden? Charlie schlich zu dem Mauseloch, in dem einstmals sein Lieblingsonkel gewohnt hatte. Es lag gleich hinter der Kellertreppe. Ein Lichtstrahl fiel hinein. Und tatsächlich,
Eine alte Briefmarke lag auf dem Boden. Auf ihr war die gleiche Figur zu sehen, die er bereits auf der Postkarte in der Bibliothek entdeckt hatte. Die Freiheitsstatue. Ui. An die Wand hatte Onkel Paul ein weiteres Bild gehängt. Auf ihm war ein Ozeanriese zu sehen. Aus den drei Schloten stiegen dichte Rauchwolken in den Himmel. Majestätisch zog der stählerne Koloss über das Meer. Was steht denn da? Hamburg, Amerika. Das ist die Lösung. Sie sind alle nach Amerika. Alle Mäuse kannten Geschichten über diesen fernen Ort, jenseits des großen Meeres. Und Onkel Paul hat mir erzählt, dass eine große Statue dort alle Neuankömmlinge begrüßt. Ganz egal, ob Mensch oder Maus. Vom Hafen aus brachen tausende Menschen in riesigen Schiffen in das ferne Land mit der Statue auf. Güter und Waren wurden dort ebenfalls in alle Welt verschifft. Oh, sind die riesig? Ja, das ist der Weg. Ja, ich schleiche mich an Bord eines dieser Schiffe und folge so den anderen. Doch Charlie ahnte nicht, dass mittlerweile hungrige Katzen die Schiffe wie Festungen bewachten. Katzen, überall Katzen! Sie bewachten alles. Selbst die etwas abseits der Menschenmassen aufgetürmten Kofferberge und Gepäckstapel. Wann immer Charlie eine Möglichkeit sah, irgendwie an Bord zu gelangen, blitzten sogleich in dunklen Ecken gelbgrüne Augen auf. Oh nein. Und eine struppige Katze sprang ihm in den Weg. Wie soll ich denn so jemals auf ein Schiff gelangen? Einmal hätte es Charlie fast geschafft, doch nur fast. Hilfe! In letzter Minute rettete sich die kleine Maus in einen Abwasserkanal. Denn mit ihrem dicken Kopf passte die Katze nicht durch die engstehenden Gitterstäbe. Oh, das war knapp. Im Kanal war es dunkel und sehr still. Vor dieser düsteren Welt samt seinen merkwürdigen Bewohnern hatte Onkel Paul ihn häufig gewarnt. Immerhin war Charlie hier fürs Erste in Sicherheit. Vorsichtig schlich die kleine Maus durch das gigantische Labyrinth aus Tunneln und Gewölben tief unter der Erde. So, Charlie, jetzt lernst du die Unterwelt kennen. Da male ich alles düster und dunkel. Muss das sein? Die Dunkelheit macht mir Angst. Ja, aber hier unten gibt's kein Licht. Alles ist dunkelgrau oder schwarz. Die Luft roch modrig. Plötzlich hallte ein leises Kreischen durch die Dunkelheit. Was ist das? So was habe ich noch nie gehört. Charlies Herz fing erneut heftig an zu pochen. Geisterhafte Kreaturen flatterten vor der Maus umher. Geht weg! Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Sie sahen fast aus wie Mäuse mit ihren kleinen Augen und riesigen Ohren und flogen durch die Luft mit pechschwarzen Flügeln. Ha, das sind doch keine Mäuse. Hat man jemals schon mal eine Maus gesehen, die fliegen kann? Moment mal. Das könnte ja die Lösung sein. Gebannt blickte Charlie auf die Flugkünste der Fledermäuse und krabbelte wenig später zurück ans Tageslicht. Er hatte einen tollkühnen Plan gefasst. Ich werde das Fliegen lernen. Ja, genau, das werde ich. Und dann fliege ich bis nach Amerika, wo ich bestimmt die anderen Mäuse wiederfinde. Zurück in seinem Unterschlupf schmiedete Charlie sofort erste Pläne. Mit den abgebrannten Köpfen alter Streichhölzer zeichnete er sie auf. Halt! Das ist doch meine Aufgabe! Entschuldigung, kein Problem. Hier einen langen, ausgestreckten Flügel wie der einer Fledermaus, samt ihrer filigranen Knochen und Gelenke. Jetzt brauche ich nur noch Holzsplitter, Zeitungsschnipsel, Bindfäden und Kleber. Ja, gute Idee. Die Maus huschte vom Keller auf den Dachboden, vom Kinderzimmer ins Arbeitszimmer und schließlich hatte sie alles beisammen, was sie benötigte. Jetzt nix wie an die Arbeit. So, es geht darüber. Nach und nach konstruierte Charlie einen winzigen Segelflieger. Ja? Hinten eine kleine Flosse, die den Windstrom kontrollierte. Ui. Und unten eine große Schlaufe aus Papier und Draht, in die sich der kleine Pilot hineinzwängen konnte. Aus dem Papier bastle ich zwei große Flügel. Kannst du sie etwas geschwungen zeichnen? Ja, sicherlich. Genau wie bei den Fledermäusen. Dann kannst du damit auch besser fliegen. So, jetzt brauchst du nur noch ein Ruder
Und vorne unter die Flügelkonstruktion zeichne ich dir eine kleine Rampe, damit du leichter starten kannst. Oh, das ist nett von dir. Das Starten aber war ein Problem. Die Flügel, die sich Charlie gebaut hatte, waren so leicht, dass kein Windstoß sie stören durfte. Oh, 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 das könnte böse enden. Charlie entschied sich daher, die Erfindung zunächst in einer großen Halle zu testen. Am besten ich nutze den Bahnhof. Er liegt mitten in der Stadt und die Halle ist groß genug für meinen ersten Flugversuch. Über den Gleisen erstreckte sich ein kolossales Dach. Ein gewölbtes Netz aus Stahl und Glas. Hier wird mich kein tückischer Wind stören. Für Charlies Vorhaben war der Bahnhof wirklich der ideale Ort. Dampfende Ungetüme fuhren in die Halle ein und aus. Überall wuselten Menschen. Doch keiner bemerkte die kleine Maus, die sich mit einem merkwürdigen Flugapparat auf der Oberkante der großen Bahnhofsuhr niedergelassen hatte. So? Sie überprüfte nochmal alle Schnüre, Drähte und Verbindungen. Check. Und dann ging alles ganz schnell. Oh, weia. Ist das hoch? Ah, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Amerika, ich komme. 3, 2, 1. Die kleine Maus sprang. Ich gleite, ich fliege. Aber nur für einen kurzen Moment. Schnell verließ sie der Schwung. Sie taumelte und sauste gefährlich schnell dem Boden entgegen. Das geht nicht gut. Erst in letzter Minute konnte Charlie den riesigen Eisenrädern ausweichen. Das war knapp. Und alles umsonst. Die kleine Maus saß enttäuscht neben den zerbrochenen Flügeln ihrer Erfindung und blickte auf die dampfende Lokomotive, die nur wenige Zentimeter entfernt an ihr vorbeirumpelte. Warum bloß hat es nicht geklappt? Irgendwie scheint man zum Fliegen Wind zu brauchen. Man müsste ihn vielleicht selber herstellen durch irgendeine Art Antrieb. In diese Gedanken versunken, fiel Charlies Blick auf die großen dampfenden Loks. Heureka! Das ist die Lösung! Dampf! Meiner Flugmaschine fehlte einfach nur ein Dampfmotor. Das ist genial. Ich muss sofort nach Hause und eine neue bauen. Oh, das wird nicht einfach, Charlie. Allein die Konstruktionszeichnungen sind äußerst kompliziert. Die Zahnräder müssen exakt ineinander greifen. Da darf uns kein Fehler unterlaufen. Hier musst du noch genauer zeichnen. Was? Guck mal, da steht noch was über. Oh ja, du hast recht. Ach du meine Güte. Und hinzu kam, dass Charlie unzählige Bauteile sammeln musste. Winzige Zahnräder aus Uhren, einen Fotoapparat, ein ganzes Feuerzeug und kleine Metallgehäuse. Garnrollen, ein Fingerhut, Drähte und Schrauben. Ich brauche noch mehr Schrauben. Viele Wochen tüftelte die schlaue Maus an ihrer Erfindung. So, jetzt das hier noch zusammensetzen und das hier oben drauf. Dann fest verschrauben. Ja, und das hier nochmal nachziehen. Ja, so ist es gut. Oh, und jetzt das Feuerzeug. Ui, ah! Oh, mit dem Feuer muss ich vorsichtig sein. Beinahe hätte ich mir mein ganzes Fell verbrannt. Der Dampfmotor hatte enorm viel Kraft. Er wirbelte umher und war kaum zu kontrollieren. Ja, das muss ich noch in den Griff bekommen. Und dann fehlen noch die Flügel und die Ruder. Ich muss noch mal los. Material besorgen. Hier, Charlie. Was? Nimm den Schnürsenkel aus dem Lederschuh. Und bestimmt kannst du auch den Metallbügel aus der Schreibmaschine gut gebrauchen. Ah, ja gut. Die Beutezüge der Maus, um das notwendige Baumaterial zu beschaffen, zogen immer größere Kreise. Die Menschen wunderten sich, dass immer mehr Gegenstände aus ihrem Alltag spurlos verschwanden. Meine Taschenuhr. Vorsicht, Charlie! Der Hausherr sucht seine Taschenuhr. Pass auf, dass er dich damit nicht erwischt. Charlie sammelte alles, was er finden konnte, und brachte es in sein Mauseloch. Das war mittlerweile zu einer richtigen Werkstatt angewachsen. Eieieiei. Kleine und große Zahnräder muss ich zeichnen. Und noch ein paar Uhrzeiger. Leere Metallgehäuse. Jede Menge Schrauben. Und ich brauche bitte Muttern, Unterlegscheiben und dünne Drähte. Ganz wie die Maus wünscht. Dankeschön. Immer wieder blickte Charlie auf die große Weltkarte, die er an seine Wand gepinnt hatte.
Dabei wurde er nicht müde, seine Fundstücke zusammenzuschrauben. Das muss ich drauf. Nach und nach entstand aus diesem kuriosen Sammelsurium eine raffinierte Flugmaschine. So, das sieht nicht schlecht aus. Ein das kleiner Kessel mit heißem Wasser lieferte den Dampf. Kolben drehten Zahnräder. Am Ende sorgte ein Propeller. Und die Flügel ließen sich über feine Drähte und Schnüre lenken. Gut. Und immer wenn die kleine Maus den Kessel befeuerte, entfachte der Propeller einen wahren Sturm, wehte Papier umher und richtete ein heilloses Durcheinander an. Herrgott, Charlie, so schnell wie du hier alles ständig durcheinander wirbelst, kann ich gar nicht zeichnen. Aber ich muss schon sagen, deine Konstruktion ist wahrlich beeindruckend. Und zur Belohnung, mein kleiner Charlie, du großer Erfinder, male ich dir noch eine echte Pilotenbrille auf die Stirn. Dankeschön. Die kannst du dir aufsetzen, wenn es losgeht. Das wird es bald. Ganz bestimmt. Amerika, ich komme! Die Maus arbeitete wie besessen. Und einige Tage später betrachtete sie zufrieden ihr Werk. Endlich geschafft! Stolz schnürte Charlie sich die schwere Flugmaschine auf den Rücken und warf einen letzten Blick auf die Karte mit der Flugroute. Für seinen zweiten Flugversuch hatte er sich den höchsten Punkt der Stadt ausgesucht, auf den er seine Maschine ohne Hilfe ziehen konnte. Ja, ich male hierzu einen hohen, stählernen Auslegekran. Auf seiner Spitze sitzt du stolz mitsamt deinem Flugapparat und schaust mit erhobenem Kopf in die Ferne. Ah. Vor Charlie breitete sich der Hafen der Stadt aus. Hier hatte er einst vergeblich versucht, an Bord eines der Dampfschiffe zu schleichen. Riesenhaft und beängstigend kam ihm damals alles vor. Aber von hier oben erschienen die Menschen wie kleine Punkte, Ui. Die Schiffe wie Spielzeuge und die Katzen waren nur noch so winzig wie Flöhe. Was für ein toller Ausblick! Kleine und große Schiffe, Verladekräne, die Elbe. Oh, und da hinten ist sogar das kleine rote Hafenhaus, in dem meine Cousine und mein Cousin einst wohnten. Ach, was freue ich mich darauf, euch alle wiederzusehen. Na dann, los geht's. Amerika, ich komme! Mit einem kräftigen Flügelschlag startete Charlie durch. Seine Schnurrhaare wehten im Wind. Die kleine Flugmaschine hielt sich in der Luft und zog eine lange schwarze Wolke hinter sich her. Fantastisch! Ich fliege über die Elbe und dann in Richtung Atlantik. Juhu! Doch die neue Flugmaschine war zu schwer. Mist! Ich sinke! Die kleinen Flügel konnten die Last nicht in der Luft halten. Ich sinke immer schneller. Oh nein! Oh nein, ich stürze! Nicht schon wieder! Halt! Ich muss wenigstens rechtzeitig aussteigen! Kurz bevor der Apparat auf dem Boden zerschellte, schaffte es der kleine Pilot, seinen Haltegurt aufzureißen, um gleich darauf unsanft auf die Pflastersteine zu plumpsen. Mein Bein. Oh, oh weh. Nur schnell weg von hier. Oh, oh, tut das weh. Charlie verkroch sich in das nächste Loch und versteckte dort die Bruchstücke seiner Maschine vor möglichen Schaulustigen. Hier bin ich vorerst sicher. Oh, oh. Hoffentlich ist nichts gebrochen. Und während Charlie noch ein Gelenk nach dem anderen bewegte und prüfte, ob alles an ihm noch heile war, liefen schon die Druckerpressen für die nächsten Zeitungsausgaben. Denn Charlies Flug war nicht unentdeckt geblieben. Bereits am nächsten Tag zierte das Bild eines himmelstürmenden kleinen Nagetiers sämtliche Zeitungen der Stadt. Extra-Ausgabe, Hamburgs fliegende Maus. Sonderausgabe, Mäusepilotsturz mit winziger Sensation, Wolkenmaus in Wolkenausgabe, Mäusepilotsturz mit winziger Ausgabe. Hamburgs fliegende Maus gesichtet. Das gibt es doch nicht. Sogar ein Foto wurde von mir gemacht. Charlie betrachtete einen Zeitungsjungen mit einem großen Stapel der Extra- und Sonderausgaben von seinem Schlupfloch aus. Auf allen Titelbildern war eindeutig er mit seiner Flugmaschine zu sehen. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Und mit dieser Befürchtung hatte Charlie recht. Denn eines stand fest. Alle Augen würden nun nach der fliegenden Maus Ausschau halten. Augen aller Art. Die Katzen am Boden würden fortan das kleinste Problem für Charlie sein. Seine neuen Feinde bevölkerten den Himmel und konnten jederzeit lautlos auftauchen. Schatten werfen sie. Große, dunkle Schatten.
Besonders bei Vollmond. Schatten? Schatten tun mir nichts. Nichts und niemand wird mich von meinem Vorhaben abbringen. Ich werde fliegen wie die Fledermäuse. Nur weiter. Viel weiter. Bis zu meinen Mäusen nach Amerika. Denn das Alleinsein habe ich satt. Und das Leben hier in der Stadt wird immer gefährlicher. Wild entschlossen kehrte Charlie wieder in seine Werkstatt zurück. Er grübelte, zeichnete, probierte und hämmerte. Er arbeitete an einer völlig neuen Konstruktion. Diesmal muss es klappen. Nachts zog Charlie im Schutze der Dunkelheit immer wieder los, um weiteres Baumaterial zu suchen. Eines Abends aber fühlte er sich mit einem Mal beobachtet. Er blickte nach oben. Was sind denn das für schwarze Schatten auf den Schornsteinen und Dächern? Funkelnde Augen haben die. Das sind Eulen, lieber Charlie. Und Eulen haben Mäuse zum Fressen gern. Also bitte, sei stets wachsam. Ich versuche es. Gut, sehr gut. Wochenlang bastelte die kleine Maus in ihrem Unterschlupf an ihrem Meisterstück. Langsam nahm die neue Erfindung Form an. Kleine Holzstäbe mit Bindfäden umwickelt, bildeten einen stabilen Rahmen um das Gerippe der Tragflächen. Ja, das sieht endlich nach einer Maschine aus, die weit fliegen kann. Vorne male ich noch einen Propeller dran, Charlie. Danke. Und hier unten kommen noch kleine Blechräder hin. So kannst du leichter starten und landen. Es war ein richtiges Flugzeug mit weiten Flügeln, einem kräftigen Dampfmotor und genug Platz für Proviant. Ich nehme am besten Körner mit. Die nehmen nicht viel Platz weg und sind sehr nahrhaft. Naja, und ein bisschen Käse für den Geschmack. Und dann benötige ich noch Ersatzteile und Treibstoff. Ja. Und gerade als Charlie überlegte, was er noch alles brauchte, verdunkelte ein Schatten plötzlich seine kleine Werkstatt. Eine dicke Eule starrte direkt durch eine Luke. Ich muss weg von hier. So schnell wie möglich und so weit wie möglich. Die Suche nach den letzten Bauteilen wurde immer gefährlicher. Die Eulen waren beharrlich. Sie lauerten hinter jeder dunklen Ecke und beobachteten Charlie auf Schritt und Tritt. Oh, wie das regnet und stürmt. Aber vielleicht vertreibt das ungemütliche Wetter ja die Eulen. Denn ich muss endlich nach den letzten fehlenden Teilen für meinen Flugapparat suchen. Ja, ich glaube, ein Blick in die Spielzeugkiste in dem herrschaftlich ausgestatteten Kinderzimmer im Nachbarhaus könnte sich lohnen. Warte, ich male dir eine große Kiste voller Teddybären, Spielzeugautos und Dampfloks. Oh, tatsächlich. Hier in der Spielzeugeisenbahn ist genau das Rädchen, das mir noch gefehlt hat. Du bist der netteste Zeichner, den ich kenne. Ja, das stimmt. Glücklich kehrte Charlie heim, montierte das Teil, überprüfte nochmals alle Verbindungen, zog hier und da eine Schraube nach und wartete schließlich auf den nächsten Regentag. Perfekt. Es regnet nicht nur, heute ist es auch noch neblig. Das ist meine Chance. Die kleine Maus kroch nach draußen. Mit pochendem Herzen zog sie ihre Flugmaschine an einem dicken Seil hinter sich her. Um den Bauch trug sie einen breiten Gurt, an dem auch ihre Pilotenbrille hing. Das Flugzeug rollte durch eine dicke Pfütze. Wenigstens sitzen bei dem Wetter kaum Eulen auf den Schornsteinen. Die wenigen, die Charlie sah, waren durchnässt und müde. Der Nebel nahm ihnen die Sicht. Mann, oh Mann, ist das anstrengend und nass und kalt und grau. Es tut mir leid, Charlie, aber ich kann im Moment nur triste Farben verwenden. Aber sieh mal, wie die Regentropfen auf dem Kopfsteinpflaster tanzen. Ja, das sieht schön aus. Trotzdem ist mir kalt. Naja, egal. Hauptsache, ich bin vor den Eulen sicher. Die kleine Maus war klitschnass. Stundenlang schlich sie nun schon mit ihrem Flugzeug im Schlepptau durch die Straßen. Einige Male kreuzten vermummte Gestalten ihren Weg. Hastig umherrennende Menschen, die sich unter ihren Zeitungen und Mänteln vor dem Regen versteckten. Das laute Geklapper ihrer Schuhe war schon von weit her zu hören. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht auf mich und mein kleines Flugzeug treten. Endlich erreichte Charlie sein Ziel. Da ist er. Der Michel. Die höchste Kirche der Stadt. Von hier aus werde ich starten. Im Inneren war es finster. So. Kaum ein Lichtstrahl fiel hinein.
Wie ein riesiges Skelett türmten sich Balken über Balken und bildeten ein Gerüst aus steilen Wegen, die immer weiter in die Höhe führten. Eine kolossale Uhr klickte und rasselte, manchmal übertönt von Glockenschlägen. Oh mein Gott, das geht einem ja durch Mark und Bein. Und dann noch dieses ständige Klackern der riesigen Zahnräder von der Kirchturmuhr. Aber stopp. Das ist die Lösung. Wenn ich einfach eine lange Schnur an so ein Zahnrad binde, wird mein schweres Fluggerät mühelos in die Höhe gezogen. Oh, Charlie, du bist keine Maus, du bist ein Fuchs. Ja, das stimmt. Ja, das ist eine geniale Idee. Warte, ich male dir die entsprechenden Zahnräder. Aber pass auf, dass du nicht dazwischen gerätst. So, jetzt noch an der Uhr vorbei und dann bis ganz nach oben. Dort gab es eine Ebene, eine Art Aussichtsplattform. Eine bessere Startbahn konnte sich der kleine Pilot kaum wünschen. Check. Charlie stellte alles richtig ein, check. Zog sich die Pilotenbrille über die Augen, check. Und stieg in die kleine rechteckige Kiste, die ihm als Cockpit diente. Von mir aus kann es losgehen. Der Dampfmotor sprang mit lautem Getöse an. Der Propeller surrte im Wind. Aber neben dem Wind des Propellers spürte Charlie auch noch einen anderen Wind. Ganz deutlich. Er kam nicht von vorne, sondern von hinten. Und er wurde immer stärker. Oh. Verwirrt drehte Charlie den Kopf um. Oh, oh. Oh nein. Eulen, Eulen, Eulen. Ah. Hinter dem kleinen Piloten tauchten immer mehr gefiederte Jäger am Himmel auf. Überall Federn, Klauen und blitzende Augen. Ein ganzes Geschwader aus finsteren Raubvögeln. Riesige Klauen schnappten nach der kleinen Maus. Zeichner! Zeichner, hilf mir! Das kann ich nicht. Die Mäusejagd liegt in der Natur der Eule. Pass auf, gleich hat sie dich. Du musst dich ducken, Charlie. Charlie rutschte tief in den Pilotensitz. Mit schnellen Handgriffen löste er die Bremsen und drehte den Regler des Dampfmotors auf volle Kraft. Mit einem heftigen Ruck setzte sich die Flugmaschine in Bewegung. Dabei tänzelte sie vom linken auf das rechte Rad und wieder zurück. Mit aller Kraft umklammerten die kleinen Mäusepfoten den Steuerknüppel, während das Flugzeug immer schneller über die kleine Rollbahn raste. Weit über 100 Meter ging es an deren Ende in die Tiefe. Oh nein! Ob das gut geht? Doch Charlie hatte gar keine Wahl. Von hinten spürte er schon den Wind wilder Flügelschläge. Eine Eule hatte ihn fast erreicht, ihre tödlichen Klauen zum Angriff bereit. Der kleine Pilot kniff die Augen zusammen und zog mit aller Kraft am Steuerknüppel. Ich muss es schaffen! Ich muss schneller sein als sie! Die Fäden spannten sich und drehten die Flügelklappen noch weiter in den Wind. Die Räder polterten und rasselten ein letztes Mal über den rauen Boden. Dann schoss die kleine Flugmaschine über die Kante der Plattform hinweg. Zuerst schwankte sie gefährlich nach rechts, dann nach links. Beherzt steuerte Charlie sie in die Waagerechte. Das ist es! Ich fliege! Ich fliege! Und die Eulen können mich alle mal! Die gaben sich jedoch noch lange nicht geschlagen. Aufgeregt jagten sie hinter Charlie und seiner fliegenden Maschine her. Eine Klaue kratzte schon an der Heckflosse des winzigen Flugzeugs. Von dir lasse ich mich nicht aufhalten! Jetzt nicht mehr! Charlie riss das Steuer herum. Jetzt sollte sich zeigen, wie gut sich seine Konstruktion manövrieren ließ. Wieder spannten sich Fäden und Drähte. Kleine Steuerklappen in den Tragflächen lenkten den Luftstrom. Die ganze Flugmaschine drehte sich auf die Seite und flog eine steile Rechtskurve. Für die Eulen ein unerwartetes und viel zu filigranes Manöver. Noch nicht mal die Eulen können so gut fliegen wie ich. Hurra! In großen Kreisen schraubte sich die kleine Flugmaschine in den wolkenverhangenen Himmel. Der einst so riesige Kirchturm war bald nur noch ein kleiner Strich und verschwand hinter einem Schleier aus graublauen Regenwolken, unter dem auch die Eulen zurückblieben. Amerika! Ich komme! Höher und höher stieg das kleine Flugzeug. Turbulente Winde, kleine Schneeflocken und Hagelkörner umwirbelten die Flügel, konnten die Flugmaschine aber nicht aufhalten. Die Maschine schoss durch einen letzten Nebelschleier und glitt über eine flauschige Decke aus weißen Wolken. Charlie flog durch die warmen Strahlen der Abendsonne in Richtung Westen. Von hier oben erkannte er Umrisse und Linien seiner Weltkarte wieder und Motive von den Postkarten
aus Onkel Pauls Zimmer. Da ist der Ärmelkanal. Und da die berühmte Kreideküste Englands. Und dort die Tower Bridge. Ich muss also schon über London sein. Aber London war ja nicht das Ziel der kleinen Maus. Sie setzte ihren Weg nach Westen unbeirrt fort. Sie rauschte über ein Mosaik aus grünen Feldern, Wiesen und Wäldern, manchmal von blauen Flüssen durchzogen, bisweilen unterbrochen von kleinen Dörfern. Erneut kam eine Küste in Sicht. Ein kleiner Leuchtturm erhob sich als letztes Bauwerk über einer Klippe. Hier endete Europa. Nun lag nur noch der weite Ozean unter Chabi. Und auf der anderen Seite treffe ich sie alle wieder. Meine Freunde und Verwandten, hoffentlich auch Onkel Paul. Dann kann ich mit ihm ja mal auf die Freiheitsstatue klettern. Die kleine Maus flog mutig ihrem fernen Ziel entgegen. Weit unter ihr breitete sich eine schier endlose blaue Fläche aus, auf der sich glitzernd und funkelnd die Abendsonne spiegelte. Hier draußen gab es nichts außer Wasser und Wolken. Keine Küstenlinien oder Inseln, an denen sich der kleine Pilot orientieren konnte. Ich muss immer nur gen Westen in Richtung Abendsonne fliegen. Dann kann nichts schiefgehen. Und Charlie entdeckte noch eine andere Möglichkeit, sich über dem endlosen blauen Wasser zurechtzufinden. Was blitzt denn da durch die Wolkendecke auf dem Wasser? Halt! Das ist mein Einsatz. Ich male dir ein dampfendes Schiff. Einen Ozeanriesen mit einer gewaltigen Qualmwolke. Er durchschneidet das tiefe Blau des Meeres und hinterlässt eine weiße Spur aus aufgewühltem Schaum auf der Wasseroberfläche. Schiffe wie diese tauchten immer wieder auf. Es waren die gleichen, die im Hafen von Hamburg vor Anker gelegen hatten und mit denen die kleine Maus einst ihre Flucht wagen wollte. Nun dampften sie dem fernen Land und der Stadt mit der Statue entgegen. Wenn ich die gleiche Route einschlage wie die Schiffe, kann mir nichts passieren. Sie weisen mir den Weg. Langsam versank die nun feuerrote Sonne am Horizont. Der ganze Himmel erstrahlte in vielen bunten Farben, die Dunkelheit aber schnell verschluckte. Ohne Sonne wird es hier oben aber ganz schön kalt. Es wurde sogar eiskalt. Nur der unermüdlich surrende Dampfmotor sorgte für etwas Wärme. Wie gut, dass ich eine Decke eingepackt habe. Oh, was bin ich müde. Die Maus knabberte an einem Stückchen Käse. Köstlich. Und versuchte, wach zu bleiben. Unzählige funkelnde Sterne und ein blassweißer Mond schoben sich hinter den Wolken hervor. Die Nacht war lang. Nicht einschlafen, Charlie. Schau mal. Am Horizont geht schon wieder die Sonne auf. Das schon. Aber das Meer nimmt und nimmt kein Ende. Träge wanderte die Sonne über den Himmel. Gerade als sie sich ein weiteres Mal dem Horizont entgegenneigte, tauchte in weiter Ferne etwas zwischen den Wolken auf. Das gibt es doch nicht. Nein. Nein, ich habe mich bestimmt getäuscht. Oder habe ich geträumt? Nein, Charlie. Hast du nicht. Als die Wolkendecke unter Charlie aufriss, blickte er auf eine riesige Stadt. Hier male ich Häuser. Viele hohe Häuser. Und vorgelagert im Meer, umkreist von Dampfern, die im Hafen an- und ablegen, steht auf einer kleinen Insel eine große Statue. So. Sie hält eine Fackel in der Hand. Es schien Charlie, als ob sie ihn willkommen heißen würde. Das muss die Freiheitsstatue sein. Genau wie Onkel Paul es mir erzählt hat. Charlie hatte es tatsächlich geschafft. New York. Amerika. Und alles ist noch viel größer, als ich es erwartet habe. Selbst von hier oben. Häuser und Türme drängten sich dicht aneinander. Wow. Die höchsten kratzten schon an den Wolken mit ihren eisernen Spitzen. Das ist gigantisch. Tausende Menschen wuselten wie Ameisen durch die Häuserschluchten. Das Flugzeug sauste über den Hafen hinweg und kreiste über der Metropole. Einige Passanten schauten zum Himmel und entdeckten ein dampfendes Etwas. Ja, da staunt ihr, was? Verdutzt blieben die Leute stehen, reckten die Köpfe in die Luft. War das wirklich eine fliegende Maus? Hier kommt ein Looping! Juhu!
Ich hab's geschafft! Ich bin die erste fliegende Maus der Welt! Juhu! Immer mehr Augen folgten der kleinen Flugmaschine. Noch ein Looping! Und auch eine Maus lugte aus ihrem Mauseloch. Was erzählst du denn da von einer Maus? So ein Quatsch. Viele Mäuse natürlich. Schließlich sind sie doch alle nach Amerika ausgewandert. Hm? Ja, ja, mal du ruhig mal viele Mäuse. Ja. Aber der Erzähler bin immer noch ich. Also? Wie ein Lauffeuer verbreitete sich nun die Nachricht von dem fliegenden Artgenossen. Und kaum war Charlie gelandet, war er sofort von einem ganzen Haufen aufgeregter Fellknäule umringt. Das gibt es doch nicht! Onkel Paul, da bist du ja! Und Mama! Hurra, Mama, ich bin wieder bei dir! Ist Anton auch hier? Und Tante Frieda? Und all die anderen? Sicher, Charlie. Alle sind sie da. Und alle umringen sie dich und deine Flugmaschine. Deine Mama legt sogar stolz ihre Pfoten auf den Flügel. Ach, ich bin wieder bei euch. Endlich. Die Nachricht von der fliegenden Maus verbreitete sich schnell im ganzen Land. Alle Zeitungen berichteten von ihrem tollkühnen Abenteuer. Die Menschen waren fasziniert. Etwas so Kleines hatte etwas so Großes vollbracht. Bald zog eine Flugschau von Stadt zu Stadt. Der Zirkus der fliegenden Maus. Mein Zirkus. In stets bis auf den letzten Platz ausverkauften Vorstellungen wurde die Geschichte der ersten Atlantiküberquerung nachgespielt. An fast jeder Straßenecke hingen Plakate mit dem berühmten Mausepiloten. Ja, darauf habe ich dich gemalt, wie du neben deinem Flugzeug sitzt. Stolz bist du. Und das zu Recht. Eines Tages stand ein kleiner Junge mit pochendem Herzen vor einem dieser Poster. Jetzt schau dir mal den hölzernen Flieger an, den er fest in seinen Händen hält. Und dieser Blick auf mein Flugzeug. Der will in die Luft, keine Frage. Der kleine Junge träumte tatsächlich davon, irgendwann einmal selbst den Himmel zu erobern. Es war der kleine Charles Lindbergh.